Die Reise ins Niemandsland. Es war einmal vor langer Zeit ein Monster und einem Goldfisch mit Füßen. Sie trafen sich einmal unter Wasser. Goldi erschrak fürchterlich, weil er dachte, Bigfoot will ihn fressen. Aber Bigfoot sagte, cool, Kumpel, ich will dich nicht fressen. Ich bin Vegetarier. Da sagte Goldi, wollen wir Kumpels sein? Jupp, das heißt ja. Und beide wollten in den Urwald ziehen und gingen los. Dort angekommen, durchstreiften sie den Dschungel. Dämonen flogen über deren Köpfe, bis ein Brüllaffe ihnen in die Quere kam. Und er brüllte, Uga Chaka, Uga Chaka, ah! Chaka Mala! Da brüllte Bigfoot zurück, wir können nur Deutsch, chill mal. Der Affe antwortete, ich kann auch Deutsch. Der Affe sagte, wir haben ein Problem. Uns bedroht ein sehr Grollen. Wir haben Angst, dass unsere Insel in die Luft fliegt. Wir helfen euch, sagte Bigfoot. Der Affe sagte, kommt in mein Tempel. Da ist mein Volk. Als sie beim Tempel ankamen, war es schon dunkel. Der Affe sagte, ihr könnt bei uns schlafen. Okay, sagte Bigfoot. Und ging schlafen. Mitten in der Nacht hörten sie ein dumpfes Grollen und das noch stärker als letztens. Also gingen Bigfoot und Goldi raus. Sie folgten dem Grollen, bis sie zu einem Berg kamen, aus dem auf einmal Lava rausfloss. Schnell weg! Den anderen Bescheid sagen! Das ist ein Vulkan! Am Tempel angekommen, brüllten Bigfoot und Goldi. Alle zuhören! Der Vulkan ist das dumpfe Grollen, was euch verfolgt hat. Der Vulkan bricht nämlich aus. Wir werden alle sterben! Alle Brüllaffen rannten weg, bis auf der eine Affe, den ihnen auf dem Hinweg begegnet ist. Der Affe rannte zum Vulkan und brüllte, ich werde unsere Insel retten. Bigfoot und Goldi wollten ihn davon abhalten, doch sie kamen nicht dazu. Der Vulkan wollte gleich wieder Lava spucken, als sich der Affe auf die Öffnung setzte und den Vulkan somit verstopfte. Der Vulkan brach trotzdem aus und verbrannte dem Brüllaffen den Po. Der war jetzt rot. Der Affe brüllte, ich bin ein Pavian! Oh nein. Und pinkelte in den Vulkan. Damit löschte der Affe für jetzt den Vulkan. Der Pavian, Bigfoot und Goldi gingen zum Tempel. Sie bedankten sich für die Hilfe und verabschiedeten sich. Bigfoot und Goldi gingen den langen Weg zurück ins Zuhause in den Ozean. Als Bigfoot und Goldi zu Hause waren, dachten sie sich, so ein schöner Tag. Aber den Affen hörten alle ein noch schlimmeres, tieferes, dumpferes, gruseligeres Grollen. Alle hatten Angst und erschraken, was das wohl sein wird.